Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Vielleicht haben es die einen gemerkt, ich bin eine Woche in der Ferien und habe ein bisschen den Kopf lüften. Mein Podcast zu den Themen Freiheit und Impfen hat höhere Wellen geschlagen. Nicht überraschend, das habe ich auch angenommen, aber irgendwie trotzdem ein bisschen, weil eigentlich habe ich eine sehr pragmatische Ansicht zum Thema Impfen, dein Körper, deine Entscheidung. Natürlich habe ich ein bisschen in ein Wespennest gestochen, folgt dem Kanal doch viele dank dem Podcast von Marco Rima, der da dezent, wenn nicht zum Sagen, eine deutlich andere Ansicht hat wie ich. Aber ich habe diesen Podcast auch nicht zum Freunden gönnen. Ich habe den Podcast zu meinen Gedanken teilen und den einen oder anderen vielleicht zum Denken anregen. Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, dass ich dumm sei. Ich finde es eine spannende Frage, wenn dass man jemanden als dumm betitelt. Und generell hat sich da durchgezogen, dann, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich finde auch noch viele dumm. Nicht, wenn sie andere Meinung sind wie ich, sondern wenn sie unreflektiert Sachen erzählen und sich nicht belehren lassen bei Sachen, wo sie selber keine Ahnung haben davon. Solche Leute betitle ich gerne als lernresistent. Und Achtung, wenn ich das jetzt schon wieder triggert, das heisst nicht, dass ich euch belehren will. Das heisst einfach, dass, wenn man den Blick darauf verliert, was das man effektiv weiss und was das man behauptet, dann wird es schwierig damit, andere als dumm zu betiteln. Man kann dann einfach sagen, ich habe eine andere Meinung und kann deine nicht verstehen. Bei jedem Thema darf man anderer Meinung sein wie jemand anders. Entweder weil man andere Argumente hat oder weil man vielleicht aufgrund des Forschungsstand kollektiv eh nicht genug dazu weiss, um eine richtige Meinung zu definieren. Hauptsache ist, man hat sich etwas dabei überlegt, formuliert das und akzeptiert, dass sich andere Leute vielleicht auch etwas dabei überlegt haben. Halt einfach etwas anderes. Und das Impfen ist auch so ein Thema. Man hat eine gewisse Meinung und entscheidet sich für eine, die für einen selber passt. Man entscheidet, welche Informationen man am meisten gewichten will. Ist jetzt jemand, der eine andere Meinung dazu hat, dumm? Dann wären ja 100% der Schweizer Bevölkerung dumm. Weil die geimpften 50%, die anderen müssen dumm finden und umgekehrt dasselbe. Da wir uns vermutlich immerhin einig sind, dass nicht 100% der Schweizer Bevölkerung effektiv dumm sind, muss es ja eigentlich um etwas anderes gehen. Nämlich um Toleranz. Und das ist leider das, was sehr vielen abhanden gekommen ist. Und ja, offenbar auch sehr vielen aus den Nebenspalten Kommentarspalten. Weil, wenn jemand deine Freiheit soll akzeptieren, dann musst du doch auch die Freiheit von anderen akzeptieren. Sonst sind die genauso dumm wie die, die es selber dumm findet. Macht ja eigentlich null Sinn, oder? Toleranz bedeutet, dass man akzeptieren kann, dass jemand eine andere Meinung hat. Dass man am Ende von einer Diskussion nicht wegläuft und findet, das ist ein dummes Sieg, sondern kann sagen, okay, er hat 2-3 gute Punkte, die ich verstehen kann, aber ich sehe es anders. Und beides ist okay. Toleranz ist auch das, was uns heute generell extrem abhanden gekommen ist. Wer keine extreme Meinung hat, ist ja sowieso nicht entscheidungsfreudig. An was liegt das, dass man extreme Meinungen haben will? Daran, dass man in einer Diskussion selber merkt, dass man keinen Stich hat, oder daran, dass man zu wenig Argumente hat, sich zu verteidigen, oder daran, dass man einfach ein beschränktes Selbstbild hat und sich generell nur mit Menschen will umgeben will, die gleich denken wie man selber, macht auch Themenfindung bei Smalltalk immer sehr viel einfacher. Aber muss man es sich dann einfach machen? Weil was ich echt schade finde, und ich hoffe, der ein oder andere Halbschuh, der so Zeug kommentiert, schaut auch bis dahin, darf man dann keine eigene Meinung mehr haben. Wer bist du, zu mir zu sagen, was ich zu denken habe? Weil ich lasse dich denken, was du willst. Auch wenn ich es vielleicht anders gesehen habe. In der Schule hat es auch immer die Klugscheisse gegeben, die immer das Gefühl haben, sie wissen alles besser. Immer extra noch aufgestrickt und etwas dazu müssen gesagt haben. Erinnert ihr euch? Hat ihr jemanden gern gehabt? Nein. Und ein paar noch zu diesen Menschen sind die, die heute auf YouTube, Twitter und Co. anonym unterwegs sind und überall das Gefühl haben, sie seien die Helden vom Alltag. Hey, deine Meinung ist okay. Aber genauso meine und jede andere auch. Und was an dieser Stelle auch noch gesagt sein soll, jeder darf seine Meinung sagen, aber sie muss noch lange nicht jeden interessieren. Wie gesagt, Toleranz ist das Zauberwort. Und das gilt für alle, von links bis rechts, von geimpft bis ungeimpft, von jung bis alt, von whatever. Toleranz wird sich durch so viele Lebensbereiche von uns ziehen. Toleranz heisst, andere akzeptieren, zuhören, mitdenken, abwägen, die eigene Meinung als die einzige wahre sehen und alle anderen als dumm betiteln, bedeutet eigentlich einzig und allein, dass es für deinen Punkt offenbar zu wenig Argumente gibt. Und wir reden von guten Argumenten. Das ist eben wie die, die Leute nicht überzeugen wollen, sondern einfach Sachen verbieten. Verbieten ist für die Faulen. Überzeugen ist für die Fleissigen. Ich bin aber sicher, die meisten denken so wie ich und nerven sich darüber, wie unreflektiert andere Meinungen, vor allem im Internet, fertig gemacht werden. Darum bitte ich euch, wehret euch gegen das. Sagt etwas und haltet den Leuten immer wieder den Spiegel vor. Keine Ahnung, ob das etwas bringt, aber im Ernst, ist das wirklich die Art, wie wir mit anderen Meinungen umgehen wollen?
egal zu welchem Thema. Ist es die Art, wo du willst, dass man deiner Meinung begegnet? Ich hoffe nicht. Und in diesem Sinn zähle ich auch vor, dass ihr das auch jetzt macht. Bis dann wünsche ich euch eine gute Woche und ich freue mich auf die nächste Folge Klartext mit euch. Natürlich freue ich mich über ein paar Follower mehr auf YouTube, da wir ja leider wegen mir ein paar verloren haben und ich gehe jetzt den dramatischen Verlust verdauen. Ich freue mich und bis dann.